Hier am Marienplatz in München, wo sich normalerweise hunderte Menschen tummeln, herrscht nahezu Leere. Seit fast einem Jahr dreht sich die Welt nun schon um Corona. Lockdown statt Lebensfreude, die Gesellschaft in Schieflage. Auch einige Menschen mit Behinderungen zählen zur Risikogruppe. Isolation für sie fast schon ein Dauerzustand. Das wird auch mittelfristig und langfristig noch für deutliche Probleme sorgen. Doch zur Normalität ist es noch ein langer Weg. Da braucht es einfach noch Geduld und solange müssen wir auch diese Maßnahmen einhalten. Ein Lichtblick, der angeschobene Digitalisierungsprozess verspricht mehr Teilhabe. Es gilt gerade darauf, mehr Fokus zu setzen. Während also die Isolation lang erstrittener Rechte auf Teilhabe wegzunehmen droht, könnte dies wiederum eine Chance sein. Digitalisierung kontra Isolation. Corona als Chance oder Risiko? Diese beiden Seiten zu beleuchten, bin ich zunächst auf dem Weg zu Deutschlands größtem Sozialverband VDK. 2 Millionen Mitglieder, darunter viele ältere Menschen und auch Menschen mit Behinderungen. Welche Gefahren birgt die Isolation? Welche Nöte beschäftigen die Menschen? Die einen fragen sich, Mensch, ich bin pflegender Angehöriger, habe eigentlich überhaupt keine Entlastung mehr, weil viele Entlastungsangebote eben nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten. Wie soll ich das eigentlich schaffen, wenn ich eigentlich niemanden mehr habe, der mich in der Pflege unterstützt? Manche Menschen mit Behinderungen haben große Probleme, weil sie eben zum Beispiel wegen einer chronischen Erkrankung, wegen ihrer Einschränkung eigentlich nicht mehr ins Büro, in die Arbeit können, aber der Arbeitgeber keine Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten bietet. Also die Vielzahl der Anfragen ist groß und das Problem finde ich wirklich für uns, dass wir gerade natürlich vielen Menschen vielleicht einfach auch ein bisschen konkreter gerne Lösungsvorschläge anbieten würden, es aber einfach nicht können, weil die staatliche Regelung dafür entweder fehlt oder wie jetzt gerade in Bayern, wo der Ministerpräsident Söder angekündigt hat, dass alle FFP2-Masken tragen müssen, dann wissen wir eben einfach auch nicht, was wir den Leuten sagen sollen. Die sagen, Mensch, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, mir permanent neue FFP2-Masken zu kaufen. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Sie haben ja das ein oder andere schon erwähnt, aber zum Beispiel Nähe zulassen, solche Dinge. Gibt es da Probleme, die bei Ihnen aufschlagen? Also es gibt auch da eine sehr große Bandbreite von Bedürfnissen, von Bedarfen der Menschen, die an uns herangetragen werden. Die einen sagen eben zum Beispiel, ich bin in einer Pflegeeinrichtung oder ich bin in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und möchte aber meine Angehörigen unbedingt sehen. Mhm. Ganz prinzipiell haben wir uns zum Beispiel als VDK gegen die Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen ausgesprochen und in Behinderteneinrichtungen, weil wir eben sagen, jeder Mensch hat auch eine eigene Entscheidungshoheit und bei allem Bedürfnis nach Schutz, das wir natürlich auch ganz wichtig finden, ist aber das Bedürfnis eben nach menschlichen Kontakten und menschlicher Nähe auch nicht zu unterschätzen. Und ich merke schon auch für mich in meinem Alltag, dass natürlich viele Dinge einfach deutlich schwieriger werden. Mhm. Wenn ich zum Beispiel alleine unterwegs bin, als jemand, der nicht sieht und eben mal jemanden um Hilfe bitten muss. Also es wird gerade nicht einfacher. Ja, ich finde dann schon immer irgendwer, der keine Angst vor mir hat. Also ich löse es schon immer irgendwie. Und wenn ich halt 3 Leute anspreche, manche Dinge, wie zum Beispiel alleine in den Supermarkt gehen, löse ich jetzt wirklich über Freunde, über Familie, die mir da Unterstützung geben und mache das jetzt einfach nicht mehr allein. Sie haben angesprochen, wie schwierig das ist, wenn man keine Nähe zueinander finden darf. Da reden wir über Isolation. Muss Politik diesen Umstand besser berücksichtigen bei all den Maßnahmen? Was kann Politik hier genau machen? Also was ich mir immer wünsche, dass neben den vielen Zahlen, die natürlich sehr erschreckend sind über die Erkrankungen und über die Menschen, die eben auch im Zusammenhang mit Corona eben leider sterben, das ist wirklich alles ganz, ganz schlimm. Führt aber natürlich auch dazu, dass die Ängste vieler Menschen immer schlimmer werden. Und ich bin immer der Meinung, man muss eben auch den Menschen ein bisschen Mut machen und den Menschen ein Stück weit einen Halt geben. Das ist schon mal eine Sache, die Politik und Medien eben tun können. Die andere Sache, die für mich ganz wichtig ist, ist eben auch Möglichkeiten von politischer Seite für Begegnung zu schaffen. Wie eben durch Schnelltests, durch Schutzkleidung und Masken die Menschen sich auch wieder begegnen können. Also jeder, wir haben viel darüber geredet, über Menschen in Altenheim. Aber man muss ja auch an die vielen Senioren denken, die allein in ihrer Wohnung sind. Höchstens vielleicht mal vom Pflegedienst besucht werden. Für die muss man natürlich auch Begegnungen schaffen. Ne? Das
Problem ist wirklich in dieser Angelegenheit, dass die Politik da auch nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat. Und da sehe ich natürlich auch sowohl die politisch Verantwortlichen als auch uns als Sozialverband schon in der Situation, dass wir die Menschen eben auch ermutigen sollten, eben dann zum Beispiel vielleicht sich eine Person zu suchen, vielleicht eine Freundin, einen Freund, einen Familienangehörigen, mit dem man sich eben regelmäßig trifft. Das ist ja auch erlaubt mit einem Haushalt. Das finde ich eben schon auch ganz wichtig. Und da würde ich mir deutlich mehr auch politisches Augenmerk vielleicht drauf wünschen. Ja, genau. Frau Bentele, Sie fordern ja unter anderem auch, dass alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und so soll dann auch eine staatliche Absicherung verpflichtend werden. Was denken Sie, hätte das für die Corona-Situation jetzt einen Vorteil? Also wir fordern schon sehr, sehr lange eine Rentenversicherung für alle, wir fordern eine Krankenversicherung für alle. Und die Corona-Zeit jetzt zeigt wirklich die Probleme extrem verschärft nochmal auf. Und unsere Forderung geht eben dahin, dass wir sagen, alle Beamten, aber auch alle Selbstständigen, Politikerinnen und Politiker sollten eben alle in unsere sozialen Sicherungssysteme einbezogen werden, um diese eben auch zu stabilisieren und um vor allem zum Beispiel für Selbstständige, an die ich gerade besonders denke, jetzt eben auch eine Möglichkeit der Absicherung zu schaffen. Das wird auch mittelfristig und langfristig noch für deutliche Probleme sorgen. Für wie realistisch halten Sie das, dass Ihre Forderungen mal tatsächlich Gehör finden in der Politik? Also ich halte natürlich für realistisch, dass meine Forderungen Gehör finden oder unsere Forderungen im VdK. Muss ich ja, weil sonst würde ich ja nicht tagtäglich dafür kämpfen, dass sie Wirklichkeit werden. Dann lassen Sie mich mal anders fragen. Für wie realistisch halten Sie, dass die Politik das wirklich mal umsetzt? Weil es ist wirklich höchste Zeit dafür. Es ist absolut höchste Zeit und ich finde Ihre Frage, egal wie Sie sie formulieren, richtig und wichtig, weil wir ja ganz deutlich und klar sehen, dass die politisch Verantwortlichen sich extrem schwer damit tun. Was auch klar ist, sowas wird nie von heute auf morgen gehen. Ja. Da braucht es eine Übergangsfrist, da braucht es eben Lösungen, wie man eben auch die Finanzthemen eben auch für die Länder und Kommunen gut regelt. Das wird nie sofort gehen, aber man muss einfach mal einen Anfang finden, weil das Thema wird schon seit 30 Jahren diskutiert und hätte man vor 30 Jahren angefangen, wäre man heute so weit. Also irgendwann braucht es mal jemand, der Mut hat und die Sache einfach mal in die Hand nimmt. Corona legt also bereits bestehende Probleme schonungslos offen. Und die akute Lebensgefahr für Risikogruppen kommt hinzu. Eine Lösung? Selbstverständlich der Impfstoff. Bereits im Mai vergangenen Jahres traf ich Virologin Ulrike Protzer zu einem Gespräch. Seitdem ist viel passiert. Ich will Sie nun noch einmal sprechen. Wie sind die Aussichten auf mehr Normalität in diesem Jahr? Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir ganz, ganz viele Menschen dazu bekommen müssen, mitzumachen, um dieses Virus abzuhalten. Können Sie verstehen, dass es nicht so einfach ist, die Leute zu mitmachen? Absolut verstehen. Es geht mir ja selber so. Ja. Und es geht natürlich meiner Familie und meinen Freunden so. Aber je besser wir das gemeinsam schaffen, umso kürzer wird es auch sein und umso weniger heftig ist es. Werden diese mutierten Viren in unserem Verhalten zueinander, miteinander irgendwas ändern? Müssen wir da noch auf irgendwas besonders achten? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, wir müssen noch mehr darauf achten, dass wir gerade im persönlichen Kontakt vorsichtiger sind. Und der Unterschied, wenn man jetzt mit Wissenschaftlern in England, in Oxford spricht, ist nicht so sehr, dass diese Variante neue Superspreader-Events macht. Die verhindern wir eh dadurch, dass Veranstaltungen so untersagt sind. Aber diese neue Variante scheint in der direkten Kontakt einfach ansteckender zu sein. Das heißt, da muss ich eben, auch wenn ich jemanden gut kenne und zusammenstehe, die Maske anlassen und meinen Abstand einhalten. Das ist das Einzige, was hilft. Und das trotz Impfung auch, oder? Wenn ich geimpft bin selber, ist natürlich für mich persönlich die Gefahr geringer, weil ich dann mich nur noch selten anstecken werde. Die Impfung ist ja nicht 100%, sie ist 95%. Also jeder 20. steckt sich trotzdem an, muss man sich auch immer klar machen. Aber mein Risiko ist natürlich viel geringer und mein Risiko, schwer krank zu werden, ist auch viel geringer. Insofern hilft uns die Impfung auf jeden Fall, die Gesamtausbreitung anzuhalten. Hilft sie uns aber erst, wenn wir wirklich einen relativ großen Teil der Bevölkerung geimpft haben. Und man sieht es eigentlich ganz schön jetzt schon in Israel.
Da sind ja 25% der Bevölkerung schon geimpft. Mhm. Und bei den über 60-Jährigen sieht man jetzt tatsächlich schon den Effekt auf die Ausbreitung, weil die halt auch zuerst geimpft waren. Und so wird es bei uns auch sein. Wie schätzen Sie den Zeitraum ein? Halbes Jahr, ein Jahr? Meine Schätzung ist immer, dass sich das mit einsetzendem Frühjahr wird sich die Lage deutlich entspannen. Mhm. Warum? Weil dieses Virus ist sehr empfindlich gegenüber UV-Licht. Also sobald die Tage länger werden, wir wieder mehr UV-Licht haben, hilft uns schon alleine das. Und dann müssen wir einfach sehen, dass wir konsequent die Impfungen auch weiter durchführen in den Sommer hinein. Und dann, glaube ich, haben wir irgendwann Richtung Herbst schon eine entspannte Lage und können hoffentlich dann die nächste Welle, die man ja irgendwie im nächsten Herbst erwarten muss, viel, viel, viel entspannter sehen. Sind Sie auch so optimistisch wie unser Bundesgesundheitsminister, dass wir bis Sommer viele durchgeimpft haben können, sodass wir da wirklich mit einer Entspannung auch rechnen können? Also ich glaube, dass der Impfstoffnachschub jetzt deutlich besser werden wird. Mhm. Es soll ja auch ein neues Werk zum Glück in Marburg geben, also in Deutschland, sodass wir auch keine langen Transportwege haben. Wir haben jetzt einen zweiten Impfstoff, den Impfstoff von Moderna, der zwar komplett separat entwickelt wurde, aber genauso wirksam ist und von der Grundidee her sehr, sehr ähnlich ist. Und ich finde es sogar ganz gut, dass jetzt zwei Firmen das parallel verfolgt haben und in unabhängigen Studien gezeigt haben, das ist sicher und das ist wirksam. Das gibt einem einfach viel mehr Zuversicht, wenn es jetzt nur eine Firma gewesen wäre. Wo wir noch dran arbeiten müssen, ist, glaube ich, die Logistik. Wenn man dann hört, dass es an Zugriff zu Meldedaten fehlt, dass ich jemanden nicht auffordern kann zur Impfung, dann fehlt mir echtes Verständnis. Mhm. Dann denke ich, bei aller Liebe zum Datenschutz irgendwo ist da auch mal eine Grenze, wo man sagen muss, jetzt gefährdet der Datenschutz wirklich auch Menschenleben. Frau Dr. Protzer, wie stehen Sie zur Impfpflicht? Kann die Wissenschaft eventuell Daten liefern, die hilfreich sind, um Vertrauen in diesen Impfstoff zu bekommen? Ich glaube absolut. Also was man ja wissenschaftlich gemacht hat, ist die klinische Prüfung und die ist in den regulären drei Phasen abgelaufen, wie sie ablaufen muss. Die sind extensiv geprüft worden, diese Daten. Wenn man mit unseren regulatorischen Behörden zu tun hatte und nur versucht, ein Auto durch den TÜV zu bringen, der weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Und da muss ich sagen, habe ich auch Vertrauen in die regulatorischen Behörden, dass sie das wirklich unabhängig geprüft haben. Das heißt, wissenschaftlich ist gezeigt, dass dieser Impfstoff, beide Impfstoffe, sowohl der von BioNTech als auch der von Moderna, dass die sicher sind und dass die auch wirksam sind. Und zwar sehr wirksam, deutlich wirksamer, als wir ehrlich gesagt uns erhofft hatten. Wir hatten mehr so auf 70% Wirksamkeit gehofft, aber 95% ist schon außergewöhnlich gut. Und nochmal meine Frage nach der Impfpflicht. Wie schätzen Sie so eine Forderung ein? Macht die Sinn? Das ist eine, glaube ich, politische Frage. Mhm. Und es ist eine gesellschaftliche Frage. Ich persönlich würde natürlich jedem empfehlen, sich impfen zu lassen, würde jeden anhalten dazu, sich impfen zu lassen. Und es gibt ja auch ganz klar Länder, die sich schon für eine Impfpflicht entschieden haben. Mhm. Also auch europäische Länder, die absolut frei sind. Wo ich es ganz wichtig finde, ist, wenn ich Verantwortung für einen anderen Menschen habe, der gefährdet ist. Also wenn ich jetzt alte Menschen versorge, pflege, dann habe ich natürlich schon neben meinem eigenen Interesse, geschützt zu sein, auch eine Verantwortung demjenigen gegenüber, um den ich mich kümmere. Mhm. Und da sollte man natürlich ganz besonders noch mal drüber nachdenken. In unserem Gespräch vergangenes Jahr im Mai, da haben Sie gesagt, wir werden es lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Wie stehen Sie heute dazu und was bedeutet das konkret? Ich glaube, wir haben ja lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Wir sind mittendrin. Bei manchen ging jetzt dieser Lernprozess natürlich schneller und einfacher, bei anderen vielleicht nicht ganz so schnell. Und es gibt vielleicht auch einige, die sagen, ich will es aber nicht lernen. Mhm. Das wird man irgendwo immer haben. Aber ich glaube, das Virus zeigt uns irgendwie die Realität einfach immer wieder auf und zeigt auch alle Schwächen, die wir irgendwo in Prozessen in der Gesellschaft haben, zeigt es uns halt einfach gnadenlos auf. Corona wird uns also noch eine Zeit lang begleiten. Wenn Teilhabe von Menschen mit Behinderungen wegen der Gefahr einer Ansteckung nicht persönlich stattfinden kann, wie dann?
Wir als Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien veranstalteten Anfang Dezember die Jahresvollversammlung des Behindertenbeirates München als Online-Videokonferenz und natürlich barrierefrei. Die Chance einer neuen digitalen Teilhabe? Auch der Behindertenbeauftragte Holger Kiesel legte seinen Tätigkeitsbericht mit uns als Partner per Livestream vor. Deshalb möchte ich ihn fragen, liegen hier neue Chancen auf Teilhabe? Herr Kiesel, haben Sie auch den Eindruck, dass durch die Corona-Krise Menschen mit Behinderungen stärker isoliert sind, dass Rechte, die man schwer erkämpft hat, ins Hintertreffen geraten, Inklusion gar kein so großes Thema mehr ist zurzeit? Den Eindruck habe ich leider auf ganz vielen Gebieten. Also vielleicht zu dem, was Sie zuerst angesprochen haben, die Isolation, die trifft natürlich die Menschen mit Behinderung ganz besonders, weil sie natürlich ohnehin in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, häufig abhängig sind von anderen, wenn sie ihre Mobilität verbessern wollen. Auch von öffentlichen Verkehrsmitteln. Richtig, ne? Ja. Insofern ist an diesem Punkt die Isolation schon mal größer als bei anderen Menschen. Und wenn ich jetzt an Menschen zum Beispiel mit psychischen Behinderungen denke, für die ist das natürlich eine besonders harte Zeit, weil das sind häufig Menschen, die auch nicht die Kraft haben, von sich aus die Initiative zu ergreifen, wenn sie sich einsam und isoliert fühlen. Und für die besteht natürlich die Gefahr, dass sich ihre Probleme noch sehr viel verschlimmern, beziehungsweise dass auch Menschen, die vielleicht recht stabil waren bislang und vielleicht schon lange auch keinen Arzt, keinen Therapeuten mehr aufgesucht haben, dass die jetzt vielleicht wieder Probleme bekommen. Kann es sein, dass uns die Digitalisierung in diesem Bereich der Isolation ein Stück weit weiterhelfen kann? Sie selber haben ja Ihren Tätigkeitsbericht beispielsweise auch online abgegeben per Livestream. Wir haben Sie dabei begleitet, die ABM. Welche Chancen haben denn tatsächlich die Menschen durch die Digitalisierung, ein Stück weit das an den Rand gedrängt zu werden, zu vermeiden? Also vielleicht als erstes zu der Frage, warum ich persönlich bei meinem Bericht jetzt diesen Weg gewählt habe. Das hat einen ganz praktischen Grund. Es dürfen im Moment einfach keine Personen von außen den Landtag betreten. Und das wäre normalerweise der Ort gewesen, wo ich meinen Tätigkeitsbericht vorgestellt hätte. Und was jetzt die Digitalisierung und die Menschen mit Behinderung beim Thema Isolation betrifft, ja, es ist eine Chance, weil es natürlich Kanäle eröffnet, für die man sich nicht persönlich treffen muss, dass sich möglicherweise Chatplattformen gründen, Foren gründen, Gruppen gründen. Es gibt sie ja auch zum Teil schon, die vielleicht auch die Tätigkeit von Selbsthilfegruppen und dergleichen ergänzen. Sie können sie bestimmt nicht ersetzen, aber sie können sie ergänzen. Beratungsangebote in jedweder Form können zum Teil auf diesem Weg stattfinden. Aber wie gesagt, in keinem Bereich ist es ein 1:1 Ersatz für das Treffen Auge in Auge. Der Weg zur Inklusion, kann der durch die Digitalisierung passieren oder brauchen wir da andere Lösungen? Also er kann sowieso nur dann mit Hilfe der Digitalisierung geschehen, wenn die Digitalisierung so gestaltet ist, dass sie nicht zum zusätzlichen Ausschlusskriterium für Menschen mit Behinderung wird. Also dass sie barrierefrei gestaltet ist. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass Digitalisierung hier ein Türöffner werden kann. Aber darüber hinaus, über diese Digitalisierung hinaus, müssen wir, glaube ich, ganz dringend einfach die Chancen nutzen, dass uns diese Krise gerade zeigt, wo die Probleme sind. Weil diese Krise legt wie ein Brennglas offen, wo in den Strukturen die Probleme sind. Also wie sich der Personalmangel auswirkt, wie sich die Geldnot an vielen Stellen auswirkt und wo wir einfach auch von den Konzepten her nachsteuern müssen. Und das ist die ganz große Chance, die in dieser Krise steckt, dass wir aus diesen Defiziten lernen und da wirklich schnell und gezielt nachsteuern. Corona schafft also ein Stück weit Teilhabe und Barrierefreiheit, zumindest digital. Der Weg allerdings ist noch ein weiter. Das Staatsministerium für Digitales in Bayern ruft 2021 zum Themenjahr digitale Teilhabe aus. Was das genau bedeutet und welche Mittel hierfür zur Verfügung stehen, das fragen wir Bayerns Ministerin Judith Gerlach.
Im Grunde habe ich mir die letzten Monate betrachtet und durchaus zu Recht wurde sehr viel darüber diskutiert, wie ist unsere Infrastruktur, wie sind die Behörden aufgestellt. Mhm. Wir müssen uns aber parallel noch eine andere Frage stellen und zwar, nehmen wir die Menschen mit? Also nur weil ich die tollsten Tools zur Verfügung habe, nur weil ich Breitbandausbau habe, bedeutet das noch lange nicht, dass sich jeder Mensch mitgenommen fühlt in der Digitalisierung. Das gilt gerade für Menschen mit Behinderung. Und darauf mehr Fokus zu setzen, das ist sehr wichtig. Und ich halte es grundsätzlich für ein spannendes Thema und eines, wo man Leute begeistern kann für Digitalisierung und den Mehrwert, glaube ich, auch nochmal deutlich machen kann. Welche Mittel haben Sie denn zur Verfügung und welche konkreten Maßnahmen möchten Sie in Angriff nehmen in diesem Themenjahr? Also wir haben zum Beispiel jetzt erstmal angefangen, eine Handreichung zu konzipieren für den öffentlichen Bereich. Also Behörde oder? Genau, Behörden. Mhm. Wir machen Workshops, um die Homepage der Kommune zum Beispiel barrierefrei auf den Weg zu bringen. Das andere ist, dass wir uns überlegt haben, es gibt tolle Ideen, die teilweise aber nicht zusammenkommen oder die nicht so skalieren, dass sie flächendeckend zur Verfügung stehen. Mhm. Und zum Beispiel? Also es gibt zum Beispiel einen Anbieter, die Beipackzettel vorlesen und besser erklären zum Beispiel. Mhm. Es gibt verschiedene Lesesysteme für blinde Menschen. Das bedeutet dann, den Beipackzettel kann man sich abrufen im Internet und... Es gibt eine App, die den im Prinzip, die den abscannt und dann in unterschiedlichen Sprachen dann übersetzt. Also es geht weit darüber hinaus, dass man sagt, es ist jetzt nur zum Beispiel für einen blinden Menschen. Mhm. Es gibt manchmal aber auch Problemstellungen, die gelöst werden könnten, es aber noch nicht sind, weil sie nicht auf dem Schirm sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einen Hackathon zusammen mit Software- und Hardwareentwicklern, aber auch vor allem mit Menschen mit Behinderung, um die zusammenzubringen, einfach mal zu schauen, wo liegt denn Potenzial in diesem Bereich und was könnten wir da draus machen? Arbeiten Sie da dann auch mit dem Behindertenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung zusammen? Ja, wir sind da immer wieder im Kontakt und er ist zum Beispiel auch Jurymitglied bei unserem Be Digital Preis. Mhm. Also es geht darum, verschiedene Ideen einzureichen, die Teilhabe ermöglichen, digitale Teilhabe für jeden von uns. Das kann ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt sein. Vielleicht auch für ältere Menschen, die mit einzubeziehen bei dem Thema, damit es auch spürbar ist für die Leute, dass sich da was bewegt. Da ist viel zu tun. Das war heute auch die Debatte im Landtag und da muss ich fast darauf eingehen. Die FDP hat beispielsweise große Kritik am Kultusminister Piazzolo geäußert und hat gefordert, dass das digitale Lernen auch als Unterrichtsfach künftig angeboten werden soll. Von einem digitalen Schulbuch war da die Rede ganz konkret. Würden Sie sich dem anschließen oder sind Sie gar schon auf dem Weg dorthin? Ich glaube, auch im Schulbereich ist unglaublich viel passiert in den letzten Monaten. Und bei aller Kritik und vielleicht auch dem einen oder anderen Ausfall, was die Schulplattform zum Beispiel anbelangt, man muss schon sehen, dass sie nie darauf ausgelegt war. Mhm. Es ist aber die Lehre auch daraus, jetzt dort nicht aufzuhören bei dem Bereich. Es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr als nur Videotools oder um viel mehr als nur digitale Schulbücher. Die gibt es ja schon im Grunde genommen. Es wird darum gehen, jetzt auf dem, was wir haben, aufzubauen und Plattformen zu schaffen für das moderne Lernen von heute, was die Kinder einfach dann auch später brauchen für die Berufe, in denen sie arbeiten. Und von daher ist es ein Muss, dass wir Plattformen zur Verfügung stellen, wo wir auch spielerisch teilweise Dinge, Unterricht darbieten können. Da arbeitet das Kultusministerium dran und wir sind auch mit beteiligt und arbeiten auch mit Startups zusammen und gucken uns an, was haben denn die für Ideen? Also die innovative Spitze, die da durchaus auch ins Bildungssystem mit rein kann und da kann ein guter Misch daraus entstehen. Ja. Sie haben ja gerade die Barrierefreiheit angesprochen. Ich fasse das mal in meinen Worten zusammen. Ich verstehe das so, dass dann die Oma nicht mehr extra zu einem Amt gehen müsste beispielsweise. Dieses Amt ist vielleicht gar nicht barrierefrei. Insofern ist es ganz gut, dass sie die Dinge von zu Hause erledigen kann und sie wird in die Lage versetzt, ihren Personalausweis verlängern zu können. Oder zum Beispiel Schüler, die vom Unterricht ausgeschlossen sind, weil sie langzeiterkrankt sind, die können am Unterricht teilnehmen. Vom Krankenhaus
Bett aus. Ist das die Zukunft? Sehe ich das richtig, dass Sie genau an sowas arbeiten? Genau. Hoffentlich ist das die Zukunft. Es wird aber nicht der einzige Weg bleiben. Das werde ich auch immer wieder gefragt, weil es auch viele gibt, die einfach sagen, ich möchte weiterhin den analogen Weg wählen. Aber gerade mit dem ersten Beispiel haben Sie eigentlich meine zwei Lieblingsthemen zusammengefasst mit digitaler Verwaltung. Zum einen eben das Thema Barrierefreiheit, das mit reinspielt, was nicht nur für die Homepage gilt, sondern auch für die kompletten Verwaltungsdienstleistungen, die wir gerade digitalisieren. Und das ist ja ein großes Vorhaben, das Online-Zugangsgesetz des Bundes muss ja umgesetzt werden bis Ende 2022. Und da gibt es einige Verwaltungsdienstleistungen, die digitalisiert werden müssen. Und deswegen auch da vom Menschen her zu denken, haben wir Innovationslabore geschaffen. Und in denen laden wir Softwareentwickler ein, dort sind Verwaltungsmitarbeiter, dort sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, die mit an den Tisch gehen und sich diesen Antrag mal anschauen und gucken, finde ich den gut, verstehe ich den. Mhm. Ich sehe das als so große Chance, einen anderen Service anzubieten, bürgerorientierter zu denken, serviceorientierter zu denken. Auch wenn es ein dickes Brett ist, dicke Bretter haben wir hier nur. Also wenn man keine dicken Bretter mag, dann ist man hier ohnehin falsch. Aber ich glaube, es ist auch eine große, große Chance, Dinge besser zu machen. Nicht nur digital zu machen, besser zu machen. Wir werden beobachten, was davon dann auch wirklich umgesetzt wird. Digitalisierung kann ein Stück weit die Folgen der Isolation von Menschen mit Behinderungen abfedern. Doch eines ist sicher, eine Normalisierung der Gesamtsituation würde alles entspannen. Wir haben unsere Interviewpartner gefragt, was sie sich für das neue Jahr wünschen würden. Ich wünsche mir in Bezug auf die Digitalisierung, dass wir den Schwung, von dem jetzt alle reden, dass wir den beibehalten. Ich wünsche mir, dass wir eine Immunitätslage in der Bevölkerung haben, dass wir dann nächsten Herbst nicht wieder so drüber diskutieren müssen. Dass wir jetzt auch mutig sind, um gute Lösungen zu finden, wie eben auch den Menschen, die Hilfe brauchen, jetzt geholfen werden kann, seien es Menschen mit Behinderung, alte Menschen, pflegebedürftige Menschen. Dass sie so schnell wie möglich wieder so viel Freiheit und so viel Bewegungsfreiheit und Mobilität zurückbekommen. All denen eben auch Unterstützung zu geben, das ist für mich eben der wichtigste Wunsch und da eben auch niemanden zu vergessen. Was auch immer das neue Jahr bringen wird, das Coronavirus bleibt. Die Isolation von Menschen mit Behinderungen erhöht die Gefahr, Inklusion aus den Augen zu verlieren. Das Problem ist akuter denn je. Digitale Teilhabe, wie wir gehört haben, ist eine mögliche Antwort. Doch bei weitem nicht ausreichend. Wir benötigen weitere Lösungen. Wie die ausschauen könnten? Ich bleibe hier, um für Sie Antworten zu finden auf die vielen noch offenen Fragen. Wir sehen uns wieder in 4 Wochen bei Read and Talk. Und bis dahin bleiben Sie gesund.